Das können wir ihn gleich selbst fragen. Wolfgang Kubicki ist bei mir. Die Präsidiumssitzung ist soeben zu Ende gegangen. Jetzt ist der Bundesvorstand und die Gesamtfraktion dran. Ja, Wolfgang Kubicki, kann man Ihnen schon zu einem neuen Amt in der FDP gratulieren? Nein, Ämter werden bei uns nicht durch den Vorstand vergeben, sondern auf dem Parteitag durch Wahl durch die Delegierten. Wir haben uns nur darauf verständigt, dass wir schnellstmöglich unseren Parteifreunden der deutschen Öffentlichkeit klar machen wollen, dass und wie es weitergeht. Das werden wir jetzt im Vorstand noch weiter besprechen. Es gibt aber noch keinen Rücktritt des Parteivorsitzenden. Das wird der Vorstand jetzt selbst befinden. Ich gehe davon aus, dass der gesamte Vorstand die Verantwortung für die Wahlniederlage übernehmen wird und wir deshalb die Partei zusammenrufen werden. Ist vielleicht kein Zufall, dass Ihr Parteifreund aus Schleswig-Holstein, Jürgen Koppelin, eine Tandemlösung vorgeschlagen hat mit Christian Lindner als Parteivorsitzenden und Ihnen wahrscheinlich als Generalsekretär. Stünden Sie für so etwas zur Verfügung? Ja, die Frage stellt sich jetzt nicht. Tandemlösungen sind schädlich, aber dass Christian Lindner und ich gemeinsam daran arbeiten werden, die FDP wieder aufzubauen, das steht außer Frage. Warum hat die Partei ihren Vorschlag vom letzten Wochenende eigentlich im Wahlkampf nicht übernommen, auf inhaltliche Argumente zu setzen und nicht diese Zweitstimmenkampagne zu machen, die der FDP jetzt offenbar ja Amt und Würden gekostet hat? Also gegen Zweitstimmenkampagne spricht nichts, das machen alle Parteien, weil das die Stärke der Fraktion im Bundestag bestimmt. Die Mitleidskampagne, das hat uns umgebracht und die Tatsache, dass wir in der letzten Woche nur noch ein Funktionsargument hatten und kein wirklich inhaltliches Argument. Warum die Parteispitze darauf nicht gehört hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Die Kampagne ist angelaufen und die Kampagne ist offensichtlich fehlgeschlagen. Das zeigt das Ergebnis. Es wird immer wieder beklagt, zu wenig inhaltliche Profilierung, zu sehr Funktionspartei. Das hört man von der FDP seit Jahren. Immer wieder, der Befund ist eigentlich bekannt, dass man etwas ändern muss, dass die Partei sich mehr inhaltlich profilieren muss. Hat sie offensichtlich nicht getan mit der Quittung gestern. Warum redet man jahrelang, hat sozusagen das Richtige erkannt und kann es nicht umsetzen? Ja, auch diese Frage kann ich nicht beantworten. Wir haben es in Schleswig-Holstein bei der Landtagswahl anders gemacht und sind auch deshalb mit einem ordentlichen Ergebnis gewählt worden. Ich hätte mir das für die Bundestagswahl auch gewünscht, denn es kann nicht an den Wählerinnen und Wählern liegen, dass wir so ein schlechtes Ergebnis haben. Das liegt an unserer Performance, an unserem Auftritt. Und jetzt müssen wir daran arbeiten, den zu verbessern, denn sonst wird die FDP auch in 4 Jahren Schwierigkeiten haben, in den Bundestag zurückzukehren. Soll die Bundes-FDP am schleswig-holsteinischen Wesen genesen? Nein, niemand soll am schleswig-holsteinischen Wesen genesen, aber man sollte sich die Landesverbände angucken, in denen erfolgreich Wahlkampf betrieben wurde und davon vielleicht ein bisschen was lernen. Es reicht nicht aus, um Stimmen zu betteln, um der Partei selbst willen, sondern die Menschen wollen schon wissen, was für ihr Leben besser wird, wenn sie die FDP unterstützen. Und die Korsettstangen der neuen FDP sind Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen? Ja, die Korsettstangen sind zunächst die Landesverbände, die nur Landtagsfraktionen haben, denn wir verlieren in Berlin den parlamentarischen Apparat. Wir verlieren Menschen, die bisher für die FDP auch gestanden haben. Der Wiederaufbau kann nur von den Ländern ausgehen und auch zunächst nur von den Ländern, die in den Landtagen vertreten sind. Wiederaufbau wird er gelingen? Ist das sozusagen nach dem wird der Wiederaufbau für die FDP gelingen? Denn es ist ja hier aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, der Wiederaufbau für die FDP wird gelingen, selbstverständlich. Man ist zwar in Berlin aus den Augen, aus dem Sinn, aber Berlin ist nicht alles, auch wenn die Berliner immer glauben, auch die Medien hier, das sei der Nabel der Welt. Nein, wir werden auch weiterhin gehört werden. Ich habe meine Stimme immer aus Schleswig-Holstein erhoben, bin gehört worden, es wird auch künftig so sein. Wolfgang Kubicki im Königsinterview, vielen Dank.